Hey Leutchens, damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen die Last of Us Part 2 und... Hey Manny, warte mal! Was geht? Haben es jetzt mal ein bisschen gereist. Und wollten wir zwar nach hier, da wurden wir hingeschickt von Isaac. Und da sind wir jetzt. Wir reden später. Okay, danke. Sehr schön. Schweißt der gerade was? Die haben echt viel Kram. Hey, hast du den Monte Cristo durch? Beinahe. Gib mir noch eine Woche. Bin fast fertig. Das wird richtig gut. Eine Woche. Danke. Na mal schauen, wie sie drin ausschaut. Checkpoint. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. Oh. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Hey, Abby. Ist Isaac da hinten? Na, nur Karl mit den Frischlingen. Ich muss mein Bett. Okay, danke. Oh Mann. Ja, viele Hunde. Ist das unser Hund hier? Hey, Alice. Halt durch, Mädchen. Wir holen dich bald hier raus. Ja, ist es. Echt voll hier. Krass. Sehr gut. Ist eigentlich Clown, oder? Hey Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Och. Hier könnten wir es machen. Wir schauen uns mal um, was es hier so gibt. Einen Schuss haben wir da nur. Props. Abby, komm mal kurz. Ja, ich komm kurz. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Wo bist du? Was gibt's? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub.
Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer, aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Lass dich nicht stören. Man sieht sich. Naja, ich denke mal, das lässt sich nicht. Hatte ich auch gehabt, so eine PS Vita. Haben irgendwann die coolen Spiele gefehlt. Die so richtig gefesselt haben. Sieht schlimm aus, was, Doc? Es ist nicht so schlimm. Passiert? Halt still. In den Fuß gestochen. Ja. Okay. Dachte, er wird das weh? Nein. Was ist damit? Hey Mann, geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt euch. Was macht die Hand? Lässt wohl die meisten meiner Finger behalten. Der Wand ist sauber. Man braucht ja nicht. Oder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Hey, hey. Alles wird gut. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Menon? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora. Konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Oh, ich bin aufgeregt. Viele Tote. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Krass. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sag mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Ob davon wir ein paar auch erledigt haben? Ach, wir sind quasi auf der anderen Seite. Na, da schau an. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Okay. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute?
Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Nein, dann gehen wir nicht weiter. Nicht geht nicht, warum nicht? Wir suchen das hier. Okay, man sieht nicht so viel, weil dunkel hier drin, aber egal. Und jetzt lernen wir mal Isaac kennen. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen wäre ich gerne mal kurz mit denen allein. Verständlich. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Der ist nackt. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön.
Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht! Ich bin morgen früh zurück, solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Oh, guter Zeitpunkt zum Pause machen. Und ja, ich bin gespannt. Folgt denn dann auch Nora dahin? Nein, nicht Nora, die andere. Mel. Nora war die Ärztin. Und da erwischen wir die beiden. Man weiß es nicht. Ich denke, wir kriegen das noch raus. Es bleibt spannend. Und hat er die beschützt, den Scar? Oder hat der Owen einen Scar beschützt? Ich denke, auch das werden wir rausfinden. Genau. So, meine Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das kann dadurch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen hinterlasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye!